So, wenn ich mich jetzt nicht täusche, meine Lieben, dürften jetzt die Bonus-Level erscheinen. Deswegen. Gut, dann wollen wir mal. Dunkle Anfänger. Ja, jetzt fangen die Bonus-Level an. Meine Freunde, wir haben eine schwere Niederlage erlitten. Unsere Matriarchin ist tot. Unsere Flotten wurden in alle Sternenrichtungen verstreut. Und Kerrigan hat die Zergschwärme völlig unter ihre Kontrolle gebracht. Trotzdem müssen wir weiterkämpfen. Unser wichtigstes Ziel ist jetzt, Artanis und seine Krieger zu finden. Sobald wir mit ihm Kontakt aufgenommen haben, können wir nach Shakuras zurückkehren und unsere weiteren Schritte planen. Velaciraptor, wir fangen Energiesignaturen auf, die nur von Protoss-Technologien stammen können. Ihr Ursprung ist ein in der Nähe gelegener, unbekannter Mond. In unseren Unterlagen findet sich jedoch keinerlei Hinweis darauf, dass sich in diesem Quadranten jemals eine Siedlung der Protoss befunden hat. Seltsam. Möglicherweise halten sich Artanis oder andere Überlebende unserer Flotte dort auf. Auf jeden Fall aber ist es unsere Pflicht, die Quelle dieser Energiesignaturen zu untersuchen. Setzt Kurs zum dunklen Mond. Falls sich Artanis dort befindet, werden wir ihn aufspüren. Alles klärchen. Untersuche die Energiequelle. Zeratul muss überleben. Okay. Zeratul, unsere Sensoren haben in der Nähe der Energiesignaturen ein kleines terranisches Lager entdeckt. Verstanden. Ich werde mich selbst darum kümmern. Ein Arbiter. Ja. Dann melde ich mich gleich wieder zurück. Ja, es war jetzt nett und schön, dass ich jetzt so viele dunkle Archons bekommen habe, aber die brauche ich jetzt nicht. Nicht wirklich. Asnarada, ich tue es für Ayur. Entaro Adun. Aber ich kann die ja trotzdem mal mitnehmen. Hundert Schaden wieder, okay. Es wird geschehen. Netter Versuch. Das musste sein. Okay, das ist Belastungspanzer. Und da ist eine Scheißezelle. In dieser Zelle befindet sich ein Protoss. Achtung, Gefahr. Testobjekt 23 erleidet psychischen Feedback. Lol. Pylonenkristalle im kritischen Bereich. Ein Schmelzen der Zelle steht unmittelbar bevor. What the fuck? Verdammt. Die Benutzung der Pylonen bereitet den Terranern größere Probleme, als ich dachte. Und ich habe noch immer keine Ahnung, warum sie diesen Protoss in der Zelle gefangen halten. Das ist eine gute Frage. So soll es sein. Es soll eure Krieger bekämpfen, die Gegner. So soll es sein. Okay, erstmal den Belagerungsmonster vernichten. Wow, hat er hier Kanonen. Erstmal die Pylonen zerstören, dann nerven mich die nicht mehr. Okay, die schweren Kreuzer, die will ich haben. Die nehme ich doch lieb gerne mit. Guten Tag, Commander. Und da ist die nächste Zelle. Was passiert jetzt? Es gibt hier noch mehr Stasis-Zellen.
In dieser Zelle befindet sich ebenfalls ein Protoss. Vielleicht gibt mir dieser Computerterminal Antworten auf meine Fragen. Testobjekt 25 in Kälteschlaf. Neuroscan kompiliert Daten. DNA-Code berechnet und archiviert. Psionische Strahlung minimal. Die Unverschämtheit dieser Terraner macht mich wütend. Wenn Sie unbedingt mehr über Protoss-Krieger wissen wollen, dann werde ich Ihnen dazu Gelegenheit aus erster Hand geben. Tja, das verstehen wir, Zeratul. Und da ist wieder eine Zelle. Ja, toll. Alle Mannschaften bereit. Scheiße, der ist blind. Gar nicht gut. Naja, ist nicht so schlimm. Ach so, die müssen wir eigenhändig zerstören, okay? Mal gucken, was da drin ist. Oh, geil! Archon! Vielen Dank! Ich wollte gerade fragen, wo sind die anderen? Es wird geschehen. So geht's am schnellsten. Ich tue es für Ayur. So, ihr könnt schon mal hier angreifen. In dieser Zelle befindet sich ein Zeigling. Okay. Was soll das Ganze? Gute Frage. Objekt 27 in Kälteschlaf. Neuroscan abgeschlossen und archiviert. DNA-Code berechnet und archiviert. Genvermischung zwischen Testobjekten 25 und 27 abgeschlossen. Experiment 2273 läuft. Bei allen Göttern. Das ist doch nicht möglich. Okay. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, experimentieren die hier mit dem Zerg und mit den Protoss-Einheiten. Auch nicht schlecht. Ein hoher Templar. Okay. Wow. Super Space Marines. Von mir aus. Ich tue es für Ayur. So soll es sein. Hier war ich gerade im Flammenwerfer, ich hab dich gesehen. Wo bist du? Ja, toll. Wenn es sein muss. Okay, hier ist nichts mehr. Bin mal gespannt, wie viele Zellen wir noch finden. Ganz schön viele Flammenwerfer. Es wird geschehen.
Ja, toll. Scheiße, hätte ich doch mal ein Forschungsschiff mal genommen. Naja. Da war eins. Ab. So. Boah, jetzt nerven aber die Geister. Empfange Signal. Alter. Genetik. Ingenieur. Nochmal. Alle Mannschaften bereit. Moment, ich habe eine gute Idee. Ah, die überleben das auch noch. Immer noch? Alter! Sie brauchen 3 Feedbacks? Willst du mich verarschen? Ach, da oben ist auch noch eine Zelle. Okay, gut. Jetzt muss ich alle erstmal wieder neu ordnen. So. Bestätigen optischen Empfang. Und ihr folgt dann den Dragoner. Ich tue es für Ayur. Es wird geschehen. So soll es sein. Achso, jetzt müsst ihr natürlich einen Umweg machen. Naja. Es wird geschehen. Kann man wohl nichts dran ändern. Ja, okay. Das dauert ein bisschen zu lange. Frequenzen offen. Dann mal los. Immer mit der Ruhe. Obwohl, das können auch schnell die schweren Kreuzer erledigen. Dann mal los. Dauert zwar jetzt ein bisschen, aber. Ach, hier sind ja noch welche. Kurs setzen. Aber das geht auch so. Und hier unten ist dann die letzte. Also, wie heißen die? Genetik-Engineer. Also, genetischer Ingenieur oder so ähnlich. Empfange Signal. Guten Tag, Commander. Ja, ein Yamata-Gewehr reicht, glaube ich. Okay, Empfange nicht ganz. Signal. Aber es ist nicht so tragisch. Ah ja, ein zweiter hoher Templer. Dann kann ich einen Aachen machen. Guten Tag, Commander. Immer mit der Ruhe. Ich glaube, hier oben ist nichts mehr, oder? Dann mal los. Ne, ich hoffe mal nicht. Kurs setzen. Immer mit der Ruhe. Lalala. Ich vernahm euren Ruf. So, dann kannst du ihn ja ein bisschen entgegenkommen. Jawohl, dann verschmelzt miteinander und werdet zum Archon. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Und da haben wir ihn. Okay, schnell noch die Raketentürme besiegen. Für Ayur.
Kreatur habe ich noch nie zuvor gesehen! Testobjekt 29, Klassifizierung. Protoss-Zerghybrid befindet sich in perfektem Kälteschlaf. Psionische Strahlung minimal. Nein! Wunderschön, da? Was? Hallo, Turan! Wer seid ihr? Im Verlauf der Millennien hatte ich schon viele Namen, mein Sohn. Du kennst ihn wahrscheinlich als Samir Duran. Kerrigans Partner. Ist dies ein Teil ihrer üblen Machenschaften? Nein. Das junge Wesen Kerrigan hätte dieses großartige Experiment niemals unternehmen können. Obwohl ihre Wiedergeburt in den Zergschwarm die Geschwindigkeit meines Fortschritts immens erhöht hat, kann ich dir versichern, dass diese Unternehmung weit über ihre beschränkten Geistesfähigkeiten hinausgeht. Wenn ihr nicht eine ihrer Marionetten seid, was seid ihr dann? Ich bin ein Diener einer weit größeren Macht. Einer Macht, die unzählige Zeitalter lang geschlafen hat und deren Abbild du in der Kreatur in dieser Zelle siehst. Ach du Scheiße. Habt ihr nur die geringste Ahnung, was ihr hier erschaffen habt? Habt ihr überhaupt eine Vorstellung davon, wozu dieser Hybrid fähig ist? Natürlich weiß ich das. Mit dieser Kreatur schließt sich ein Kreis. Ihre Rolle in der kosmischen Ordnung wurde bereits festgelegt, als die Sterne noch jung waren. Du siehst hier den Höhepunkt deiner Geschichte. Alles, was ich sehe, ist ein ekelhaftes Scheusal! Hohohoho! Deine Tätigkeit ist typisch, mein Sohn. Genau wie deine Unfähigkeit, das größere Ausmaß der Dinge zu begreifen. Du kannst zwar alle hier vorhandenen Exemplare vernichten, aber das wird dir nicht helfen, denn ich habe diese Hybriden bereits auf vielen, sehr vielen Welten ausgesucht. Du wirst niemals alle Hybriden finden, bevor sie erwachen. Und wenn sie erwachen, dann wird sich dein Universum verändern. Für immer. Wow. Und ja, Turan hatte wirklich eine etwas andere Stimme noch. Wow. Also Hybriden. Na, das kann ja noch interessant werden.